Hallo, liebe Minicamper und Reisefreunde. Ja, ich bin wieder unterwegs. Ich habe in Burghausen Station heute gemacht. Burghausen an der Salzach liegt an der Grenze zu Österreich und ist vor allem bekannt für ihre imposante Burg, die als die längste Burganlage der Welt gilt. Die Stadt hat eine reiche Geschichte und bietet Besuchern eine malerische Altstadt, schöne Spaziergänge entlang der Salzach und eine Vielzahl von kulturellen Veranstaltungen. Ja, hier sieht man die Pfarrkirche St. Jakob. Sie wurde 1149 geweiht. 1853 wurde sie neugotisch restauriert. Der Turm stammt aus dem Jahre 1721 und wurde auf 78 Metern 1778 erhöht. Die Altstadt von Burghausen ist gesäumt von charmanten mittelalterlichen Bürgerhäusern und engen Gassen, die zum Bummeln und zum Erkunden einladen. Viele dieser Häuser sind sehr gut erhalten und spiegeln die traditionelle bayerische Architektur wider. Besucher aus der ganzen Welt und die Burghausener selbst erliegen immer wieder der Faszination dieses weltweit einzigartigen Ensembles aus trutzigen Festungsmauern, märchenhaften Gebäuden und Panoramablicken in die Naturidylle entlang der Salzach. Ja, das ist die Dr. Albert Balthasar Reitergruppe. Ja, hier betritt man also diese imposante Burganlage. Die Burganlage ist eine der längsten Anlagen der Welt. Sie misst 1051 Meter. Auf diesem Bild kann man die Anlage von oben sehr schön sehen. Der äußerste, über 200 Meter lange Vorhof beherbergte zu Zeiten der reichen Herzöge von Niederbayern die Arbeitsstätten und Wohnräume der Hofbeamten und Hofhandwerker. Ja, da geht's rein in Vattels alten Laden. Ja, da gibt's alte Haushaltswaren aus Holz. Wer auf das Gelände der längsten Burg der Welt kommt, hat wirklich den Eindruck, durch ein idyllisches Dorf zu spazieren. Ja, zu Recht, denn dort leben tatsächlich noch rund 150 ganz normale Burghauser Bürger. Burg besteht aus sechs miteinander verbundenen Burghöfen, die von insgesamt sieben Türmen flankiert werden. Ja, der mächtige Hauptturm, auch als der hohe Stock bekannt, ragt über die umliegende Landschaft und bietet einen beeindruckenden Ausblick auf die Stadt und die umliegende Region. Ja, das war mehr oder weniger so eine Waschanlage für Pferde. Um die Mitte des 14. Jahrhunderts, vielleicht schon unter Ludwig dem Reichen, wurde der Kemenatentrakt erweitert und an den Palas angebunden.
als der eigentliche Bauherr der Burghausener Burg gilt jedoch Herzog Georg der Reiche von Bayern, Landshut. Heute beherbergt die Burganlage das Burghausener Museum sowie verschiedene kulturelle Veranstaltungen und Konzerte. Besucher können die historischen Räumlichkeiten erkunden, die Ausstellungen besichtigen und die beeindruckende Architektur und die Geschichte der Burganlage erleben. Der Ortsname Burghausen bedeutet bei den Häusern an der Burg. Die Endung Hausen weist auf eine Entstehungszeit der Siedlung im 8. Jahrhundert hin. Ja, hier wurde früher gefoltert und heute ist ein Kaffee drin. Das ist auf jeden Fall viel besser. Ja, die Burg wurde nicht nur in einer schönen Landschaft, sondern auch an einem strategisch wichtigen Punkt hochgezogen. Unter der Burg fließt der Fluss Salzach, der damals ein bedeutender Transportweg von Salz war. Burghausen lag also an einer lebhaften Handelsroute. Die Salzgeschäfte brachten reichlich Geld in die Schatzkammern der Burgherren. Ja, das ist auch interessant. Trotz seiner Bedeutung lebten auf der Burg überwiegend Frauen und Kinder. Die Festung diente als Familienresidenz der niederbayerischen Herzöge, deren Regierungssitz in Landshut war. Hier wurden also die Kinder geboren und erzogen. Burghausen gab den Witwen und Müttern ebenfalls ein Zuhause. Die Burg wurde unter der Regierung von Herzog Georg dem Reichen im 15. Jahrhundert mehrmals erweitert und umgebaut. Die Gebäude aus dieser Zeit stehen zum größten Teil heute noch. Herzog Georg hinterließ aber nicht nur seine prächtige Burg, sondern auch die Tradition der Landshuter Hochzeit, die zu dem immateriellen Welterbe zählt. Ja, was noch ganz interessant ist, habe ich natürlich nachgelesen. Es wurden eine Menge Filme auf der Burg gedreht. Zum Beispiel Der Bulle von Tölz, Vicky und die starken Männer, Die Hebamme, Die drei Musketiere, eine Kinoproduktion und Der Baron Münchhausen. Ja, jetzt muss ich nur ein bisschen was zur Burg selber sagen. Ja, die Burg Burghausen war ja eine Zweitresidenz der in Landshut residierten Herzöge von Niederbayern. Seit der Herrschaft Heinrichs des Reichen, des ersten der sogenannten reichen Herzöge, erfüllte die Burg bis zum Landshuter Erbfolgekrieg in den Jahren 1504, ja, ich glaube bis 1505, die Funktion eines ständigen und massiv befestigten Familienwohnsitzes. Ja, je
Im 15. Jahrhundert lebten hier also vornehmlich die Gemahlinnen der Landshuter Herzöge, die Margarete, Amelie und zuletzt die Hedwig. Die Gemahlinnen verfügten jeweils über einen großen Hofstaat zur Verwaltung und nicht zuletzt zur angemessenen höfischen Belebung der Burg. Zu den höfischen Vergnügen zählten unter anderem Feste im Tanzhaus, das Lustwandeln im Garten, Jagen und Turniere. Vom Turm aus hat man wirklich eine fantastische Übersicht über die gesamte Burganlage und über die Umgebung und Landschaft bei Burghausen. Ja, liebe Freunde, das wäre jetzt mein kleiner Rundgang gewesen durch die Burganlagung in Burghausen. Ja, wenn es euch gefallen hat, hier gebt es mir doch gerne einen Daumen nach oben. Schreibt es also in die Kommentare und über ein Abo freue ich mich ganz besonders. Ansonsten bleibt meinem Kanal treu. Wir sehen uns wieder. Servus.